Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem heutigen Web-Talk zum Thema Demokratie als Dystopie, wie politische Bildung dem entgegenwirken kann. Mein Name ist Bianca Friesenbichler, ich arbeite bei CUNED und bin die zuständige Redakteurin für das Online-Fachjournal Magazin Erwachsenenbildung.at. Ich darf Sie heute durch den Nachmittag begleiten und mit dabei ist auch meine Kollegin, die Sie schon gehört haben, jetzt im Vorfeld Karin Kulmer vom Bereich Digitale Professionalisierung bei CUNED. Sie wird sich heute um den Technik-Support kümmern. Das heißt, sollten Sie technische Probleme haben, können Sie auch gern in den Chat schreiben oder Karin eine Nachricht zukommen lassen und sie wird sich dann darum kümmern, Sie da durchzulotsen. Gut, Karin hat schon darauf hingewiesen, dass dieser Webtalk aufgezeichnet wird. Also Sie stimmen mit Ihrer Teilnahme dieser Aufzeichnung zu. Und für alle, die live mit dabei sind und auch bis zum Schluss bleiben, gibt es die Möglichkeit einer Teilnehmerinnenbestätigung. Wichtig dafür ist, dass Sie mit dem Namen jetzt hier sind, mit dem Sie sich auch angemeldet haben. Der Webtalk wird gefördert vom österreichischen Bildungsministerium. Gut, jetzt zum Inhaltlichen, warum wir heute hier sind. Im Juni dieses Jahres, im Juni 2022, erschien unter dem Titel Corona, Demokratie und politische Bildung, Ansatzpunkte, Deutungen, Zugänge, die Ausgabe 46 des Magazin Erwachsenenbildung.at. Sie setzte sich mit der Rolle der politischen Erwachsenenbildung im Kontext von Demokratie und Krise auseinander. Und wir veranstalten heute diesen Webtalk, um einzelne Inhalte aus der Ausgabe noch weiter zu vertiefen und noch näher zu diskutieren und haben dazu drei Personen im Kontext der Magazinausgabe eingeladen, nämlich die beiden HerausgeberInnen Stefan Vater und Sonja Luxig sowie die Autorin des zum Webtop gleichnamigen Artikels Daniela Ingrober. Stefan Vater wird den Webtalk moderieren und damit darf ich auch schon das Wort an dich, Stefan, übergeben. Bitte. Vielen Dank. Ich darf auch noch ganz herzlich begrüßen, es ist einer der Mitherausgeber der Nummer 46 des Magazins Erwachsenenbildung. Ich sage es auch her, das Magazin gibt es online, aber auch als Druckversion. Ich brauche jetzt inhaltlich gar nicht mehr sehr viel sagen, das hat die Bianca schon erledigt. Ich darf sozusagen in den folgenden 1,5 Stunden die Diskussion moderieren. Gibt vielleicht eine kurze Vorschau. Wir haben, wie die Bianca schon erwähnt hat, einen Input von Daniela Ingrober, die eben auch in der Nummer einen Beitrag schrieb zum Thema Demokratie als Dystopie, aber auch sozusagen das Gesellschaft insgesamt den Schein des Fortschritts mehr oder weniger verloren hat, dass Probleme und also zum Unzufriedenheit anzutreffen sind, wo man hinschaut, sei es das gesellschaftliche Auseinanderdriften, sei es jetzt aktuell der Krieg in der Ukraine oder eben auch die Freiheit der Bürgerinnen einschränkenden Maßnahmen unter Corona. Wie gesagt, die Daniela wird mit einem Input unsere Diskussion anregen und starten von ungefähr 15 Minuten. Daniela Ingrober arbeitet als Demokratie- und Kriegsforscherin an der Universität für Weiterbildung in Krems mit Schwerpunkten Konflikttransformation, Demokratieverständnis, politische Bildung, Zukunft der Demokratie. Nach diesem Input wird Sonja Luxig von der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung. Sie ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und Trainerin, arbeitet auch in der Projektberatung, leitet Workshops und war Mitherausgeberin der Nummer 46 des Magazins. Mit einer kurzen Respondenz, also sozusagen ersten Anmerkungen zum Input von Daniela Ingrober, die Diskussion beginnen und dann haben wir Zeit, uns über Thematiken auseinanderzusetzen, Fragen zu beantworten. Und ich freue mich schon sehr auf die Diskussion und bin gespannt, ob sie auch so leidenschaftlich und emotional oder so zu intensiv wird, wie manche Diskussionen zu diesem Thema. Das werden wir sehen. Aber insofern können wir beginnen und ich würde dir das Wort geben, Daniela, für deine einleitenden Anmerkungen. Vielen Dank. Danke, Stefan. Ja, auch von mir einen schönen guten Nachmittag. Freue mich, dass Sie hier sind und
bin vor allem auch wirklich sehr gespannt auf die Diskussion, weil ich glaube einfach, dass man zu diesen Themen so gut diskutieren kann und es auch diese Notwendigkeit gibt. Ich würde Sie jetzt trotzdem bitten, 15 Minuten Geduld zu haben und mich dieses Input geben zu lassen, indem ich keine Lösungen anbieten kann, sondern zunächst einmal einfach eine Analyse mache, die Ihnen wahrscheinlich großteils auch sehr bekannt vorkommt, aber nur so, dass wir einen Input haben, mit dem wir anfangen können. Ich habe auch einige dieser Fragen, die im Vorfeld von Ihnen als Teilnehmer und Teilnehmerinnen gestellt worden sind, mir schon angeschaut und ja, finde sie alle nicht nur wichtig, sondern auch spannend und bin neugierig, wie wir gemeinsam vielleicht zu Lösungen und zu Möglichkeiten finden können. Ich arbeite unter anderem auch im Filmbereich und deshalb haben Filme für mich immer so eine besondere Bedeutung und deshalb möchte ich beginnen mit dem, wie Filme anfangen. Ich weiß nicht, ist es Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Filme oder dass Hollywood Krieg und solche Krisen wie die Pandemie und so meistens als Actionfilm darstellt? Da gibt es dann Helden, zum Glück in letzter Zeit auch Heldinnen, aber am Ende fallen sich alle in die Arme und egal wie viel oder wie wenig es Überlebende gibt, alles scheint wieder gut und versöhnt zu sein. Und das ist aber ganz, ganz selten das Schlussbild, sondern das Schlussbild ist dann immer oder fast immer, wenn es aus Hollywood kommt, eine US-amerikanische Fahne, die irgendwo einsam im Wind weht und die uns so das Gefühl gibt, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Und wegen dieses Schlussbilds habe ich jetzt auch über Film gesprochen, denn da steckt natürlich nicht nur Nationalismus und Stolz, selbstverständlich auch Propaganda dahinter, sondern es geht immer auch um so ein Traumkonzept von Demokratie. Und in Filmen wird Demokratie ja meistens nur so gestreift, wird als gegeben wahrgenommen, aber ist so ein Stichwort, wo eigentlich nicht näher beschrieben ist, was die ideale Demokratie wäre. Und ich habe festgestellt, dass gerade während der Pandemie dieses Bild, wo man sich nicht mehr so recht vorstellen kann, was das miteinander bedeutet und was Demokratie als Konzept bedeutet, dass das immer verschwommener wird und immer mehr sich dem, was man im Film sieht, beziehungsweise nicht sieht, zu Demokratie andeutet. Gleichzeitig hat man natürlich gesehen und leider auch in Europa, dass das mit der Demokratie in den letzten Jahren alles gar nicht so einfach war, weil die Demokratie mag es nicht besonders, wenn man sie ständig in diesem Krisenmodus hält, beziehungsweise eher unterstellt, es gebe diesen Krisenmodus. Und ich kann mich erinnern, dass ich schon vor vielen Jahren einmal einen Artikel darüber geschrieben habe, dass wir nicht immer die Demokratie so krank reden sollen. Und seitdem ist es eigentlich eher schlimmer geworden. Also diese ursprünglich einmal akademische Diskussion zur Demokratie, was alles fehlt, was man alles anders machen müsste, ist eigentlich auch über die Ausbreitung dieses Themas in den Medien immer mehr zu so einem Jammerthema geworden. Und ich glaube, dass das weder uns noch der Demokratie an für sich gut tut, weil dadurch auch die politische Bildung immer schwieriger wird, weil wir dann immer von negativen Dingen ausgehen und Politik oder Demokratie und meistens werden die beiden Begriffe dann einfach als identisch wahrgenommen, obwohl es zwei unterschiedliche Dinge sind. Das wird immer negativer und mit diesem Zweifel an der Demokratie öffnet man ja gleichzeitig auch die Tür für neue Formen der Demokratie, die vielleicht gar nicht mehr demokratisch sind. Ich sage jetzt einfach einmal das Stichwort Viktor Orban mit seiner illiberalen Demokratie, wie er sie selber nennt. Ich denke, da muss ich nicht mehr dazu sagen. Ich selber muss gestehen, dass ich mir vor 2 Jahren, wahrscheinlich noch nicht einmal vor einem Jahr, vorstellen hätte können, dass im Nachbarland Italien plötzlich eine faschistische Regierung wieder an der Macht sei. Das heißt, es passiert tatsächlich etwas mit der Demokratie, die einfach ganz viel an Wert verloren zu haben scheint. Und irgendwie komme ich vor, je mehr ich Interviews führe und ich arbeite ja am Austrian Democracy Lab, also eben an der Donau-Uni, wie der Stefan Vater schon gesagt hat. Und in diesem Lab machen wir sehr viele Umfragen. Aber auch ich persönlich mache weniger die Umfragen, sondern mehr so Gespräche mit Bürgern und Bürgerinnen. Und mir fällt einfach immer wieder auf, dass von Demokratie jetzt so ein Bild entsteht wie bei einer Jukebox. Also man wünscht sich etwas und die Demokratie hat das dann zu spielen. Und bei einer Jukebox müsste man eigentlich Geld reinwerfen. Bei der Demokratie müsste man Arbeit und eine Solidarität und ein Miteinander reinwerfen. Und ob man das überhaupt noch will, diese Frage stellen sich eigentlich immer mehr Menschen. Also die Parteien, wissen wir alle, steigen
besonders schlecht aus, noch schlechter als die Politiker und Politikerinnen, die ja auch ein grauenhaftes Image inzwischen haben. Ich kann da jetzt die Journalistinnen und die Wissenschaftlerinnen gar nicht ausnehmen. Wir haben alle zusammen ein schlechtes Image und deshalb geht uns auch eine gewisse Glaubwürdigkeit verloren, beziehungsweise wollen uns viele einfach nicht mehr glauben, nicht mehr folgen. Spannend ist es da insbesondere bei der Jugend, wo man sieht, dass Jugend von Parteien schon überhaupt gar nichts mehr wissen wollen, aber deshalb nicht unbedingt unpolitisch werden, sondern einfach sich einmal hier hinwenden und einmal dort. Das ist manchmal persönliches Interesse, dann das, was Freunde tun, oft aber auch das, was das Gewissen zulässt. Man sieht das gerade beim Klimawandel auch oder auch, wo ein Hype hingeht. Ja. Deshalb glaube ich auch, dass manchmal so wichtig ist, sich in Erinnerung zu rufen, dass die Demokratie das einzige System überhaupt ist, wo man die Freiheit hat, das System selbst zu kritisieren. Und dieses, dass man kritisieren darf, ist ganz wunderbar. Nur merkt man spätestens seit der Pandemie immer wieder, dass Menschen das demokratiepolitische Werkzeug fehlt, um sich selbst richtig zu informieren, um sich selbst auch zu äußern, ohne dass es gleich wehleidig wirkt auf andere und ohne sich aus der Gesellschaft zu verabschieden. Immer wenn es so Krisen gibt, kommt auch wieder so dieses Gefühl auf, dass die Demokratie eigentlich so eine Sehnsucht zeigt, also ein Sehnsuchtsbegriff könnte man fast sagen. Und es ist ja die einzige Staatsform, in die so viele Erwartungen gesetzt werden, dass sie eigentlich gar nicht umsetzbar ist. Das heißt, genau der Umstand, dass die Erwartungen so hoch sind in das System, macht die Demokratie verletzlich, weil es natürlich immer enttäuschte Bürger und Bürgerinnen geben wird, wenn sich jeder alles wünschen kann und nicht alles natürlich erfüllt werden kann. Kritik ist in der Demokratie total wichtig und ich möchte das auch wirklich betonen und ich hoffe, das ist dann auch in der politischen Bildung immer klar, dass wir Menschen darin ermuntern, ihre Kritik zu äußern, weil das ganz wichtig ist. Dann, nur dann kann Demokratie auch mit der Gesellschaft mitwachsen. Gleichzeitig kann so eine intensive Kritik, wie wir sie in den letzten Jahren spüren, durchaus die Biegsamkeit von der Demokratie bis hin zum Brechen ausüben. Und das ist natürlich schlimm. Also ich denke jetzt nur an den Angriff auf das US-Kapitol. Das ist etwas, was nicht nur ein Tagesergebnis oder Erlebnis war, sondern das ist etwas, was noch weiter wirkt. Und man merkt das auch bei uns. Es hat sich so eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber den demokratischen Institutionen eingebürgert. Und die kommt aber auch von den Politikern und Politikerinnen. Das muss man sich natürlich auch in Erinnerung rufen, dass es nicht immer die Gesellschaft ist, die aussteigt, sondern dass es zum Teil auch, das hat man in der Pandemie sehr schön gesehen, dass auch die Politiker und Politikerinnen aussteigen. Also man hat auch ein bisschen so von dieser Plexiglas-Mentalität während der Pandemie gesprochen, wo sich Regionalpolitikerinnen einfach völlig verabschiedet haben von ihrer Bevölkerung. Dystopie, von der ich so eindringlich rede immer wieder, das ist ja, wenn man es auf Deutsch übersetzt, nichts anderes als der schlechte Ort, der Ort, an dem man eigentlich nicht sein möchte, also das Gegenteil von der Utopie, der Ort, wo man hin möchte. Und die eigentliche Dystopie, denke ich, ist immer dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft. Und da stecken natürlich, und das wissen Sie, weil es in den letzten Jahren sehr viel auch diskutiert worden ist, dieser Umgang mit politischen Werten. Und ich würde da noch den Sicherheitswahn dazugeben, weil unter dem Stichwort der Sicherheit im Moment auch von Seiten der Politik Dinge möglich sind, die uns in der politischen Bildung auf jeden Fall auch Probleme machen. Man denke jetzt nur Angriffe oder eigentlich, sagen wir mal, die Idee, die Europäische Menschenrechtskonvention, die ja Verfassungsrang hat, wenn wir anfangen, an der zu zweifeln und die komplett zu verändern, dann nehmen wir eine Säule auch von der Demokratie weg. Das heißt, unter dem Stichwort Menschen in Sicherheit zu halten, die Österreicherinnen und Österreicher vor irgendwem, der böse ist, zu schützen, hat natürlich auch immer eine andere Geschichte im Hintergrund. Es wurde eine der Fragen, die gekommen ist, da werden wir sicher auch später noch drüber sprechen, ist diese Diskussion über Abtreibungen. Warum kommt dieses Thema jetzt eigentlich immer häufiger? Und ich denke, es ist einfach nur ein Beispiel mehr, wo man versucht, mit politischen Werten zu punkten.
und hofft damit auch Wählerstimmen natürlich zu gewinnen und dabei aber natürlich auch immer wieder von dieser Sicherheit, nämlich die Sicherheit in dem Fall des noch nicht geborenen Lebens hat, aber auf Kosten der, die leben. Und das sieht man immer wieder im Moment, wenn es in illiberale Tendenzen in einem demokratischen System geht, dass es zunächst Frauen und Minderheiten trifft. Ja. Das sind dann vor allem zwei Phänomene, auf die ich auch noch aufmerksam machen möchte, die da auch benutzt werden von sowohl von der Politik als auch wo Menschen sich hineinflüchten. Und das ist das eine. Ein Wesenszug der Menschheit, dass wir dazu neigen, auszuschließen, auch wenn wir uns noch so sehr vornehmen, etwas anderes machen zu möchten und eher einschließend wirken zu wollen. Prinzipiell ist es so, dass wir uns immer viel leichter tun, jene, die uns fremd erscheinen oder die uns unsympathisch erscheinen, als diejenigen zu sehen, die vielleicht negative Ambitionen haben, die Hintergedanken haben, die vielleicht ein Verbrechen begangen haben. Und die uns sympathisch sind, zum Beispiel der Lieblingspolitiker, Lieblingspolitikerin, die Lieblingsschauspielerin, denen trauen wir allen nicht zu, dass die etwas Negatives machen, den anderen aber schon. Und im Moment wird das ganz massiv genützt in dieser Einteilung, die wir haben bei den Geflüchteten. Also es gibt einerseits die Geflüchteten aus der Ukraine, die als die Guten unter Anführungszeichen hingestellt werden, die uns nahe sind, die uns kulturell nahe sind und die deshalb, weil sie uns so nahe sind, auch geografisch, können die ja nichts Negatives machen, wohingegen die anderen, die nicht so guten Geflüchteten, da wird auch immer wieder dargestellt, naja, vielleicht gibt es doch einen Verdachtsmoment, vielleicht kommen die doch aus ganz anderen Gründen und nicht, weil sie müssen, sondern vielleicht einfach nur, weil sie ein besseres Leben haben wollen, als ob ein besseres Leben haben wollen etwas Schlechtes wäre. Und das zweite Phänomen, das wir in dieser Zeit haben, wo so Demokratie immer wieder kritisiert wird, ist der Dunning-Kruger-Effekt. Das ist ein Effekt, der mich sehr fasziniert, weil er genau das Gegenteil ist von dem, was Sokrates sagt. Wenn wir dieses alte Sokrates-Zitat nehmen von ich weiß, dass ich nichts weiß, so haben Dunning und Kruger in ihrer Studie festgestellt, dass je weniger man weiß, desto mehr neigt man dazu zu glauben, dass man eh gut informiert ist und dass man auch weiß, wo man sich informieren kann und dass deshalb Wissenschaft oder die Menschen, die etwas Unbequemes sagen, einfach Unrecht haben müssen. Das heißt, es wird dann das Gefühl gegen das Denken ausgetauscht und das ist natürlich in der politischen Bildung auf jeden Fall etwas, wo wir daran arbeiten müssen und da kommt dann jetzt immer mein Ruf nach nicht nur politischer Bildung, sondern dazu passend auch Medienbildung, weil natürlich viel von dem in den Medien verbreitet wird, also vor allem in den Social Media. Und das Ganze hat natürlich damit zu tun, dass man in diesem dystopischen System der Demokratie den Glauben an alles verloren hat, dann ist die Dystopie wohl der Ort ohne Hoffnung und das Vertrauen in die Politik ist auch so verloren gegangen. Das heißt, da entsteht dann diese Passivität, die wir zum Teil in den Umfragen im Moment sehen. Niemand will mehr, also unter Anführungszeichen, niemand will mehr selber in die Politik gehen. Man hält sich auch selber für zu klein, um etwas ändern zu können und leidet an diesem ununterbrochenen Verlust, den wir erlebt haben. Also einerseits Kontrolle über unser eigenes Leben in der Pandemie, aber jetzt natürlich noch einmal verstärkt in der Situation, wo uns der Frieden auch, wo wir den Verlust von Frieden haben und auch nicht wissen, wie es weitergehen wird. Gerade heute war wieder in den Medien, zum Teil, also in dem Fall muss ich sagen, in den deutschen Medien, die Diskussion Dritter Weltkrieg oder nicht. Allein dieser Gedanke nimmt natürlich schon ganz, ganz viel von dem Mut, sich politisch zu beteiligen und zu partizipieren, Verzeihung, weg. In solchen Krisenzeiten erlebt dann ja immer der Freiheitsbegriff so eine Übersteigerung und wird so zum Mythos. Und da sehe ich eigentlich ein Element, wo, und ich hoffe, darüber können wir dann später noch diskutieren, wo wir in der politischen Bildung wirklich ansetzen können, weil ich glaube, dass wir zunächst einmal uns wieder daran erinnern müssen, mit welchen Begriffen leben wir und wie finden wir überhaupt wieder zu einem Konsens bei politischen Begriffen. Und Freiheit ist da so ein ganz schöner Begriff, weil unter Freiheit kann sich auch natürlich jeder was vorstellen, aber der Mythos ist meistens, dass sich die Freiheit auf einen selber bezieht. Tatsächlich aber, und da gehe ich ganz mit Hannah Arendt d'accord, die von einer gesellschaftlichen Verantwortung in der Freiheit gesprochen hat. Und ich denke, die haben wir wirklich. Und ich kann natürlich jetzt allein Skifahren gehen und ich kann allein
Windsurfen gehen und finde das ganz, ganz toll und fühle mich frei. Aber spätestens danach werden viele Leute zumindest auf Instagram oder sonst wohin ein Foto von dieser Freiheit hinschicken, weil sie das Gefühl haben, naja, irgendwie will ich meine Freiheit teilen. Das heißt, Freiheit, wie viele andere Begriffe, die so rund um die Demokratie völlig selbstverständlich sind, brauchen immer das Miteinander. Ich kann auf einer Insel alleine leben und ich werde, wenn ich halbwegs dafür ausgebildet bin und mich vorbereitet habe, auch überleben. Aber ich werde nicht frei sein, sondern ich werde immer vor allem einsam sein. Frei bin ich wahrscheinlich erst dann, wenn ich wieder zurückkomme. Und mit diesem Missverständnis, das wir häufig mit den Begriffen haben, wird das natürlich immer schwerer, überhaupt noch miteinander zu reden. Deshalb würde ich ja plädieren für eine politische Bildung, die viel mehr auch noch auf regionaler Ebene sich abspielt. Und ich sage das deshalb, weil ich kürzlich ein Projekt gehabt habe mit einigen Regionen in Osttirol, Südtirol und in Oberitalien, Belluno. Und wir wollten dort eigentlich ein Forschungsprojekt machen zur Meinung der Menschen, zur Demokratie und haben Gruppen zusammengesetzt und sie über Demokratie reden lassen. Und relativ schnell haben wir festgestellt, das ist nicht nur ein Forschungsprojekt, sondern vor allem ein Projekt der politischen Bildung. Und das Interessanteste ist, dass die Leute einfach weiter diskutiert haben. Die haben nicht aufgehört zu diskutieren. Sie möchten jetzt auch selber solche Veranstaltungen machen. Das heißt, politische Bildung kann manchmal auch jenseits von reinen Seminaren oder Lehrveranstaltungen sein, wenn es darum geht, Menschen wieder mehr aus dieser Passivität rauszubringen. Ich komme auch langsam schon zum Schluss. Ich möchte nur noch zwei Gedanken haben. Also das eine, glaube ich, diesen Schatz, den wir mit der Demokratie haben und den wir vielleicht ganz positiv in der politischen Bildung auch nutzen können, ist, dass Demokratie ja per se etwas ist, was täglich neu erarbeitet werden muss und nie stehen bleiben wird. Das heißt, das bewegt sich ohnehin als System immer mit uns mit, wenn wir offen genug sind. Und darin, denke ich, haben wir ganz, ganz viel Chancen, wenn wir Demokratie nicht nur als so eine Wohlfühldemokratie, wie man manchmal in Österreich sagt, bezeichnen. Und da würde ich ganz gern noch ein Bild geben, denn alles, was wir tun, aber vor allem auch, was wir nicht tun, hat ja natürlich Konsequenzen für die Demokratie. Und ich denke da immer ganz gern an einen Hamburger. Wenn Sie mal in einem Fastfood-Lokal in einem Bekannten einen Hamburger gegessen haben, dann wissen Sie, wie das ist, wenn man den zusammenquetscht, dann springt er irgendwie wieder in die Originalversion zurück und das kann man schon mehrere Male machen und nichts passiert. Nur irgendwann gibt auch das Brötchen nach und es bleibt ein Schaden. Und ganz, ganz ähnlich ist es eigentlich auch bei der Demokratie. Sie hält Kritik aus, sie hält aus, dass wir sie quasi betrügen, dass wir uns undemokratisch verhalten, sowohl als Bürger und Bürgerinnen als auch als Politiker und Politikerinnen. Aber irgendwann kann auch die Demokratie brechen oder so zerstört werden, dass es für die Nachgeborenen ganz, ganz schwierig wird. Und ich denke, die große Aufgabe wird dann eigentlich sein und deshalb auch mein Ruf, politische Bildung einfach überall einzusetzen, zu schauen, dass das nicht passiert, sondern dafür zu sorgen, dass wir wieder mehr verstehen, dass wir ein, und ich habe jetzt öfters wir gesagt, weil ich glaube, dass wir ein wir brauchen. Und ich weiß, das ist in der Politik das gefährlichste Wort überhaupt, weil es natürlich auch immer wir und die anderen gibt und ein Wir dazu tendiert auszuschließen. Aber wenn man vielleicht einmal versucht, im Wir nicht auszuschließen, sondern wirklich die Menschen als das nimmt, was sie sind, auch wenn das manchmal nicht einfach ist, dann tun wir uns leichter in der Demokratie. Und wenn wir uns wieder erinnern an so ganz alte, wunderschöne Worte wie Solidarität und das Geben und Nehmen. Und ich würde da auch, und das mache ich auch, wenn ich politische Bildung irgendwo unterrichte, immer ganz absichtlich, dass ich von Geben zuerst spreche, weil das, denke ich, zunächst einmal das ist, dass man muss in eine Demokratie immer etwas investieren, bevor man sich zurücklehnen kann und auch die Freiheiten und Rechte, die man dadurch bekommt, genießen kann. Und ja, ich freue mich auf die Diskussion und zunächst auf Sonjas Replik. Dankeschön. Vielen Dank. Mehr sage ich jetzt dann nicht, sondern übergebe gleich an dich, Sonja, für deine Ergänzungen, Anmerkungen. Mhm. Ja, schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Erstmal vielen Dank an dich, Daniela, für den Input. Und ich glaube, das war ein sehr guter sozusagen Einstieg in unsere Diskussion. Vielen Dank auch an die Kolleginnen von Conedo für die Organisation dieses Web Talks. Das muss man vielleicht auch mal an dieser Stelle erwähnen, wie tolle Arbeit ihr da leistet, auch immer mit der Organisation.
Es ist jetzt in dem Sinn keine spontane Replik, muss ich vorausschicken. Ich habe mir jetzt nicht eifrig Notizen gemacht. Ich habe tatsächlich mir gestern und heute schon ein paar Gedanken gemacht, was mir wichtig ist zum Thema Demokratie und Bildung noch zu erwähnen im Rahmen dieser Veranstaltung. Also es ist zu verstehen jetzt, was ich im Folgenden quasi ausführe, so ein bisschen als Ergänzung oder Vertiefung von dem, was Daniela jetzt hier uns quasi erzählt hat. Und ich möchte das so ein bisschen als vertiefenden Problemaufriss auch nochmal sehen und vorausschicken auch, dass ich, glaube ich, es nicht ganz vermeiden kann, so negative Aspekte oder Entwicklungen von Demokratie zu erwähnen. Auch die Gefahr hin, dass ich da vielleicht ein bisschen wehleidig klinge, wie Daniela das vorher ausgedrückt hat. Ich möchte einfach darauf eingehen, auch was diese Solidarität und den Zusammenhalt, den du angesprochen hast, Daniela, was es eigentlich erschwert, zu einer Solidarität oder zu so einem Zusammenhalt auch zu kommen. Und meine Brille sozusagen, meine fachliche Brille ist da die politische Erwachsenenbildung. Also ich spreche hier als politische Erwachsenenbildnerin und sehr wohl auch als Trainerin, die immer wieder mit diesen Fragen in der Praxis zu tun hat. Zuerst möchte ich ein bisschen eingehen auf die Begriffe Demokratie, Verdrossenheit, Demokratie, Müdigkeit. Also das ist, glaube ich, etwas, wo wir gerade in den letzten Jahren sehr oft und häufig damit konfrontiert waren. Man denkt bei diesen Begriffen zuerst an Studien, an Umfragen, zum Beispiel vom SORA-Demokratie-Monitor gab es immer wieder erschreckende Aussagen, die recht viel Zustimmung erhalten haben. Also gerade so Aussagen wie, es sollte einen starken Führer geben, der sich nicht um Parlamente oder Wahlen kümmern muss. Das waren Aussagen, die eigentlich immer um die 20% Zustimmung erhalten haben. Und es gab dann immer einen großen Aufschrei auch. Also es war ein großes Entsetzen, irgendwie zu vernehmen. Es wurde als Alarmsignal gedeutet und an die politische Bildung wurde eigentlich auch recht schnell appelliert, was kann man tun, wie kann man diese Menschen irgendwie bekehren und sie vom Bösen sozusagen wegbringen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, gerade auch aus Perspektive der politischen Bildung, dass Demokratiemüdigkeit oder sagen wir mal auch solche autoritären Einstellungen nicht nur eine individuelle Frage sind, sondern ganz stark einfach strukturelle Voraussetzungen oder Rahmenbedingungen haben. Und was ergibt sich daraus für die politische Bildung, dass eben politische Bildung oder sagen wir mal Erwachsenenbildung, Bildung allgemein auch diese Probleme alleine nicht lösen kann? Es ist wichtig zu verstehen, dass antidemokratische, demokratieskeptische Einstellungen eingebettet sind auch in politische Entwicklungen. Und ich glaube, es ist die zentrale Aufgabe von politischer Bildung, diese Entwicklungen nachzuvollziehen und zu analysieren, um überhaupt verstehen zu können, wie es zu solchen Einstellungen auch in der Bevölkerung kommen kann. Ich möchte ein paar Schlaglichter werfen auf so strukturelle Rahmenbedingungen von Demokratieverdrossenheit oder Demokratiemüdigkeit, die mir sehr, sehr relevant erscheinen. Zuerst mal der Wahlausschluss aufgrund der Staatsbürgerschaft. Es gibt immer mehr Menschen in Österreich, die seit Jahrzehnten, seit Jahren hier leben und mich nicht wählen dürfen. Und ich würde sagen, dass sich daraus ganz große demokratiepolitische Herausforderungen ergeben. Gemeinsam mit der Daniela Ingruber bin ich im Vorstand der Interessengemeinschaft Politische Bildung und ich möchte hier anmerken, erstens mal, dass das eine wichtige Fachgesellschaft ist, wo Sie auch gerne beitreten können, wenn Sie in der politischen Bildung tätig sind. Und dass diese Interessengemeinschaft Politische Bildung auch ein Positionspapier im Moment ausarbeitet zu eben diesem Wahlausschluss und wie das mit politischer Bildung eben auch zusammenhängt. Der Wahlausschluss aufgrund der Staatsbürgerschaft ist ein wichtiger Aspekt, aber auch der Wahlausschluss aufgrund sozialer Ungleichheit. Es ist so, dass immer mehr Arbeiter, Arbeiterinnen, arme Bevölkerungsgruppen nicht wählen gehen. Das heißt, soziale Ungleichheit führt auch zu einer politischen Ungleichheit. Es kommt also zu einem direkten und indirekten Wahlausschluss, würde ich sagen. Also das ist sozusagen eine wichtige Voraussetzung, um auch den Aspekt der Demokratiemüdigkeit zu verstehen und vielleicht auch strukturell ein bisschen einzubetten. Ja, dass es nicht nur darum geht, wollen sich einzelne Leute nicht einbringen, sondern sie werden im Moment oder sehr viele werden im Moment auch einfach daran gehindert, mitzubestimmen und sich demokratisch sozusagen einzubringen. Dann ist es so, dass es auch in Betrieben einfach eine fehlende Mitbestimmung gibt, dass es an Schulen, an Universitäten auch eine mangelnde Demokratie gibt, würde ich sagen. Also gerade wenn man sich auch jetzt die
aktuellen Uni-Besetzungen ansieht, die in Österreich stattfinden, ist eben mangelnde Demokratie, mangelnde Mitbestimmung ein ganz wichtiger Aspekt. Auch in der Erwachsenenbildung, würde ich sagen, ist es sehr wichtig, auch nochmal in den Blick zu nehmen, dass es einen Trend gibt zum lebenslangen Lernen in den EU-Programmen, was ja an sich, wenn man das quasi so verwirklicht, sehr, sehr schön und erstrebenswert auch wäre und eigentlich auch Mitgestaltungsmöglichkeiten eröffnet, Mitgestaltungsmöglichkeiten sozusagen in der eigenen Lernbiografie. Es ist aber wichtig, auch nochmal in den Blick zu nehmen, dass dieses lebenslange Lernen ja eigentlich kein, in dem Sinne demokratisches Konzept von unten ist, was von den Lernenden ausgearbeitet wurde, sondern dass das sehr große Schattenseiten hat, würde ich sagen, nämlich, dass es einen gewissen Druck gibt, auch auf Individuen lebenslang zu lernen und dass es auch Konsequenzen hat, wenn man sich dem verweigert. Dass wir seit den 90er Jahren beobachten, dass im Bildungsbereich Aspekte wie Vermarktung, Monetarisierung, Profitmaximierung einfach immer wichtiger werden und dass eben Bildung auch immer mehr für den Arbeitsmarkt fit machen soll. Wir sehen also, warum erwähne ich das alles? Wir sehen, dass von Einzelnen eigentlich gelebte Demokratie gefordert wird, dass sie sich quasi immer mehr auch demokratisch beteiligen und einbringen. In zentralen Lebens- und Arbeitsbereichen wird ihnen aber diese Mitbestimmung eigentlich verwehrt. Und gerade im Bildungsbereich ist es eben auch ein Faktum, dass diese Mitbestimmung eine große Leerstelle ist, würde ich sagen. Und dass es auch noch immer starke Hierarchien zwischen Lernenden und Lehrenden gibt. Also es ist so ein bisschen die Frage, es ist nachvollziehbar eigentlich, dass Menschen sich vielleicht nicht so stark für die Demokratie auch einsetzen, wie sich das manche Politikerinnen oder Journalistinnen wünschen, wenn sie doch in ihren eigenen ganz zentralen Lebensbereichen mit Demokratie eigentlich sehr wenig auch zu tun haben oder sie Demokratie auch in diesen zentralen Lebens- und Arbeitsfeldern vermissen. Das würde ich gerne mal sozusagen als These hier in den Raum stellen. Dann mein zweiter Aspekt, bevor ich dann ein bisschen noch zu Ableitungen für die politische Bildung komme, ich versuche mich jetzt ein bisschen kürzer zu halten, ist die autoritäre Wende. Also Daniela Ingruber hat das ja auch schon angesprochen. Es gibt einfach aktuelle politische Tendenzen, die in eine sehr autoritäre Richtung weisen. Ich erwähne ein paar Aspekte, unter anderem die Machtverschiebung von der Legislative zur Exekutive, die wir vor allem seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und 2009 beobachten können. Damals war es so, dass die Krisenbearbeitung der Europäischen Union zentral getragen wurde von der Troika. Das war ein neu geschaffenes Institution sozusagen oder ein Zusammenschluss von Institutionen aus Europäischer Zentralbank, Internationalem Währungsfonds, Europäischer Kommission. Und diese Troika hat, ohne eigentlich gewählt, demokratisch legitimiert zu sein, sehr strenge Sparauflagen gegenüber Griechenland beispielsweise durchgesetzt. Und das war so ein Moment, wo man gesehen hat, es kommt zu einer Machtverschiebung von Legislative zur Exekutive. Man kann auch über die Pandemieverordnungen diskutieren. Man kann darüber reden, was hat eigentlich die Opposition kritisiert, nämlich dass Oppositionsparteien sehr oft in diese Pandemieverordnungen auch nicht eingebunden wurden, dass sie sehr kurzfristig auch nur von diesen Plänen informiert wurden. Und es ist so ein bisschen die Frage, welche Befugnisse kann, soll eine Exekutive eigentlich in Krisen oder auch in einem Ausnahmezustand erhalten? Also das wäre ein Aspekt von dieser autoritären Wende. Wir sehen seit geraumer Zeit auch massive Angriffe auf den Rechtsstaat, auf die Justiz, ganz stark von einer Kurz-ÖVP auch befeuert und angetrieben. Falls Sie das Buch noch nicht kennen, von Natascha Strobel, Radikalisierter Konservatismus, ich lege es Ihnen sehr ans Herzen. Zeigt sehr schön auf, wie eigentlich so konservative Parteien zunehmend auch rechtspopulistische Strategien übernehmen und wie staatliche Bereiche auch immer mehr als feindliche Festungen markiert werden. Und so ein antidemokratischer Staatsumbau ist ein wesentliches Merkmal auch von dieser autoritären Wende. Daniela hat schon angesprochen, illiberale Demokratien erscheinen mir ganz zentral, also eine autoritäre Art von repräsentativer Demokratie, in der Politikerinnen
zwar demokratisch legitimiert sind, aber die Bevölkerung eigentlich ihre Grundrechte nicht ausüben kann, nicht darf. Also es gibt Wahlen, aber Grundrechte und der Rechtsstaat werden nicht respektiert. Ungarn, Orban, hat Daniela schon angesprochen, ist sozusagen das Paradebeispiel, wenn man so will, für eine illiberale Demokratie. Es gibt noch weitere internationale Beispiele. Was bedeutet das jetzt für die politische Bildung? Ich komme zum Schluss. Ich glaube, dass es einerseits zu kurz greift, politische Systeme zu kategorisieren anhand der Gegenüberstellung von Demokratie und Diktatur. Ich glaube, dass die politische Bildung Zwischenformen wie illiberale Demokratie verständlich machen muss, nachvollziehbar machen muss. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, dass eben Demokratieverdrossenheit, Demokratiemüdigkeit nicht nur als individuelles Problem oder vielleicht doch Versagen gedeutet wird, sondern dass es ganz, ganz wichtig ist, die strukturellen Voraussetzungen oder strukturellen Rahmenbedingungen von Demokratieverdrossenheit in den Blick zu nehmen. Also ich habe einige Beispiele gegeben, Wahlausschluss, mangelnde Mitbestimmung am Arbeitsplatz im Bildungsbereich. Das einerseits also nicht nur als individuelles Versagen oder Problem deuten und zweitens auch den, wenn man so will, staatlichen Aspekt von Demokratieverdrossenheit auch nochmal in den Blick zu nehmen. Also autoritäre Wende, ist Demokratieverdrossenheit eigentlich etwas, was sich eben nur auf individueller Ebene abspielt oder ist das nicht auch etwas, was politisch befeuert wird und was quasi auf staatlicher Ebene sich auch gerade durchsetzt? Und ich glaube, das ist alles sehr wichtig, wenn man eben über das Verhältnis von Demokratie und Bildung spricht. Danke. Vielen Dank. Und jetzt ist der Raum für die Diskussion, für Fragen, für Anmerkungen eröffnet, die sowohl in den Chat geschrieben werden können, als auch direkt geäußert. Sonst füge ich vielleicht einmal zum einleitenden kurzen Aspekt hinzu, zu den Ausführungen von Sonja. Ich finde diese Betonung, dass Demokratiemüdigkeit eben kein individuelles, nicht als individuelles Versagen gefasst werden kann, einen ganz wichtigen Aspekt und mag so ein bisschen auch die Geschichte meiner Biografie hinzufügen. Und vielen wird das wahrscheinlich eh nicht gehen. Seit ich mich erinnern kann, erlebe ich Demokratie auf dem Rückzug. Also die Zeit, wo so zum Demokratisierung aller Lebensbereiche auf die Fahnen der politischen Parteien geheftet war, ist ja einfach vorbei. Ist also zum Demokratie wird ja unterdessen eher als produktivitätshemmend, als zu langsam, als nicht krisenfit, als sozusagen alles gefasst. Und insofern ist es ja bis zum gewissen Grad gar nicht sozusagen so verwunderlich, dass sozusagen Demokratie, also dass sozusagen Menschen diese Einschätzungen von Seiten der Politik, von Seiten des Journalismus und so weiter teilen. Also das wollte ich jetzt nur noch sozusagen hinzufügen. Wer stellt die erste Frage, macht die erste Anmerkung? Weil sonst, genau, es kommt die Mehrheit, Daniela, du hast dich gemeldet, ich sage vielleicht. Nur wenn sich gerade, genau, bitte. Wenn sich gerade niemand meldet, würde ich mich getrauen. Ja. Weil mit dem letzten Satz, den du gesagt hast, und das bezieht sich dann auch auf das, was Sonja gesagt hat, fällt mir ein, dass ich einen Punkt gar nicht angesprochen habe, nämlich dass das ja die Politik an sich. Oder eigentlich muss man von den Politikern und Politikerinnen reden, weil die Politik gibt es genauso wenig wie die Wirtschaft und so weiter. Da stecken immer Menschen dahinter, die Interessen und Pläne haben. Und ich halte es ja für keinen Zufall, dass aufgehört wurde, von Seiten der Politiker und Politikerinnen den Menschen zuzuhören, weil das Zuhören einfach unbequem ist. Und wenn man zuhört, muss man auch agieren und reagieren darauf. Und das hat, glaube ich, auch mit dieser Politikverdrossenheit zu tun. Und wenn ich vielleicht noch etwas zu der Sache, die Sonja erwähnt hat, mit der Frage nach dem Führer, den sich die Österreicher wünschen, sagen darf, da ist nämlich ganz was
finde ich, Schlimmes passiert, dass fast alle Forschungsinstitute inzwischen diese Frage aus den Fragebögen rausgenommen haben, weil das die letzte Zahl, die ich kenne, schon in Richtung 40% gegangen ist und man dann irgendwann beschlossen hat, wir geben diese Frage jetzt gar nicht mehr rein in den Fragebogen, weil wir als Wissenschaftler keine Antwort mehr darauf haben. Ja? Und das sagt schon auch relativ viel. Danke. Danke, wir haben jetzt eine Wortmeldung. Elsa Gaschi hat sich zu Wort gemeldet. Ich bitte. Ja, hallo, ich habe eine Frage schon gestellt in den Chat. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Aber im Grunde geht es mir darum, zu wissen, ob wirklich politische Bildung, und zwar eine echte politische Bildung, angepasst natürlich an das Niveau der Schüler, in den Schulbetrieb eingeführt werden kann, dass man, ich weiß nicht, einmal, zweimal die Woche politische Bildung als regelmäßigen Fach wie Mathe und Deutsch einführt. Danke, interessante Frage, die sozusagen einen ganzen Haufen von Problemen, meiner Einschätzung nach, wieder aufwirft. Aber ich gebe es jetzt einmal sozusagen, Daniela, Sonja, wollt ihr da was dazu sagen? Ja, ich wollte mich melden, aber ich weiß gar nicht, wo ich die Hand heben kann. Das ist was peinlich nach bald drei Jahren Pandemie, aber ich rede jetzt einfach so. Ich muss vorausschicken, ich habe das schon vorher angesprochen, ich komme aus der Erwachsenenbildung, das heißt der Schulbereich jetzt nicht unbedingt mein Fachgebiet, aber gerade in dieser angesprochenen Interessengemeinschaft politische Bildung haben wir auch die Forderung aufgestellt und das haben auch schon Generationen vor uns getan, also diese Fachgesellschaft gibt es seit 2009. Das ist ein beständiges Thema eigentlich jetzt in den letzten Jahren gewesen, dass politische Bildung als flächendeckendes Pflichtfach eingeführt wird an den Schulen. Es hat immer wieder so eine Konjunktur, würde ich sagen. Also es gibt immer wieder anlassbezogen dann Politikerinnen, verschiedene Organisationen, die sich dem Thema dann auch annehmen, wenn es gerade passt. Aber es gibt keine, soweit ich weiß, jetzt keine Organisation oder Akteure, die das sehr stark vorantreiben. Es gibt eben einzelne Initiativen und eben unsere Fachgesellschaft zum Beispiel, wir fordern das eben auch schon seit langer Zeit, aber es wird eben immer damit argumentiert, es gibt so wenig Stunden, wem soll man denn die Stunden wegnehmen? Und es ist halt gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt Ethik auch als eigenes Fach eingeführt wurde, natürlich sehr schade, dass eigentlich auch diese Chance jetzt verpasst wurde, politische Bildung als eigenes Fach einzuführen und das bei Ethik, aber auch wenn das natürlich eine sinnvolle Sache ist, dass es dieses Fach gibt, würde ich sagen, ist es natürlich trotzdem schade, dass politische Bildung dann noch immer ein eigenes flächendeckendes Fach ist. Dankeschön. Ich habe gesehen, dass der zweite Frage, ich stelle aber nur eine kurze Frage nach, nämlich die mich auch so erstaunt hat, letztens bei einer Enquete von Minister Polaschek, der in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften auch so zum Thema Demokratiefeindlichkeit und die verlorene Liebe zur Demokratie der Österreicher und Österreicherinnen klagte und als Strategie dagegen die Vermittlung von Wissen über Demokratie vorschlug. Das erscheint mir im Grunde ein bisschen zu wenig. Insofern ist mir die Frage, ob eine fachpolitische Bildung, das sozusagen in 2 Stunden die Woche Wissen über Politik vermittelt, in einem undemokratischen Schulsystem ausreicht oder ob es nicht viel mehr sozusagen Räume bräuchte, sich politisch selbst zu betätigen. Genau. Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber deswegen sollte man nicht aufhören, das fachpolitische Bildung zu fordern. Und es ist auch nochmal ganz wichtig, glaube ich, auch, dass man politische Bildung von Demokratievermittlung trennt, eben weil politische Bildung viel mehr ist als nur die Vermittlung eines bestimmten Systems. Und ich sehe das schon auch, gerade jetzt auch bei Ministeriumskonferenzen und diversen Publikationen jetzt auch von politischer Seite und vom Bildungsministerium, dass halt sehr gerne problematisiert wird, wie es eben mit der Demokratie aussieht und eben Demokratievermittlung gefördert werden soll, aber fast schon der Politikbegriff da vermieden wird und man fast irgendwie so den Eindruck hat, dass Demokratie irgendwie, darauf können sich alle einigen, das ist was Schönes, was Gutes, das ist irgendwie auch eine Art Containerbegriff schon geworden.
Und Politik gilt es eher so zu umschiffen oder politische Bildung ist etwas, was da noch gar nicht mehr so stark gefordert wird. Das ist mir aufgefallen. Johanna Ecker hat sich zu Wort gemeldet. Bitte. Genau. Ja, hallo aus Tirol. Ich habe eine Frage nochmal an die Daniela Ingruber. Du hast gesagt, es ist so wichtig, dass politische Bildung regional verortet wird und regional umgesetzt wird. Ich lebe in einem Seitental vom Wichtal, also im Stubaital in der Nähe von Innsbruck und habe diesen Aspekt total spannend gefunden. Kannst du da uns vielleicht mal ein paar Beispiele nennen? Bitte. Ja. Mhm. Jetzt würde ich gern positive Beispiele nennen. Ich muss zugeben, das ist eher so ein Wunschtraum von mir. Okay. weil ich's, und wenn du schon sagst aus Tirol, ich bin gerade in Osttirol und da erlebe ich es auch immer wieder, dass einfach in diesen kleinen abgeschiedenen Regionen, die touristisch so wahnsinnig schön sind, dass das mit der Demokratie und das mit den Dorfkaisern echt ein Problem ist und dementsprechend dann auch die politische Bildung einfach nicht stattfindet. Aber ich bin gerade dabei, etwas vorzubereiten diesbezüglich, wo wir in alle Volksschulen in Tirol gehen für politische Bildung. Im Moment im Moment habe ich die Zusage, weiß nicht, ob das dann auch wirklich funktionieren wird, aber das wäre zum Beispiel so etwas. Und ich glaube überhaupt, dass man mit der politischen Bildung, wenn man schon von der Schule reden, in der Volksschule anfangen müsste. Und ich hoffe, da wird es auch bald auch von unserer Seite, von der IGBW, eine Initiative geben. Und das andere ist, Beispiele gibt es, also braucht man, glaube ich, für das Regionale, so indem man nicht unbedingt Seminare veranstaltet, sondern Menschen miteinander vernetzt, die dann miteinander reden. Also meine Erfahrung aus diesem immer wieder Leben am Land ist, dass sobald es mir gelingt, Menschen zusammenzubringen an einem Tisch, an einen Ort oder so, dann fangen die, egal was ich tue, fangen die automatisch an, miteinander darüber zu sprechen, wie sie politische Bildung machen können, wie sie politisch partizipieren können, was jeder dem anderen beibringen könnte und wie man sich vernetzt. Das heißt, manchmal braucht man tatsächlich nur Räume zur Verfügung stellen und so Gelegenheiten. Und ich glaube, das funktioniert regional auf jeden Fall. Und vielleicht, wenn ich eines hinzufügen darf, und ich glaube, dass politische Bildung auch mit Jungen deutlich nachhaltiger ist, wenn sie mit Problematiken des regionalen Umfelds kombiniert ist, weil es auch deutlich leichter ist, sie politisch auseinandersetzen oder einen Bezug zur Politik zu bekommen, wenn es mich persönlich betrifft, direkt persönlich betrifft. Danke. Silvia Hackl hat sich als nächstes gemeldet und eine Anmerkung im Chat zu dir nachher. Bitte. Ja, danke schön. Ich kann dir ein direktes Beispiel geben. Und zwar bin ich Innovationshauptplatz Linz. Das ist eine Abteilung vom Magistrat Linz. Den Innovationshauptplatz gibt es seit 2019 auf Initiative von Herrn Bürgermeister. Und das ist eine Bürgerinnenbeteiligungsplattform. Und wir sind seit 3 Jahren offen, wirklich mit der Tür unseres Büros, das ganz niederschwellig, nicht direkt im alten Rathaus ist, sondern ums Eck in der Pfarrgasse, wie ein Shop quasi, stehen wir offen für alle Anliegen aus der Bevölkerung. Und bei uns funktioniert das tatsächlich sehr gut, genauso wie Daniela Ingruber das gerade gesagt hat, durchs Vernetzen. Also wir schauen, welche Ideen, welche Vorschläge gibt es denn in der Stadt, bringen die mit den Zuständigen im Magistrat zusammen. Die Bürgerinnen und Bürger können direkt teilhaben, können direkt die Stadt mitgestalten und gerade durchs Vernetzen, durch sich austauschen, durch zu schauen, was gibt es denn in der Stadt, was gibt es in den Stadtteilen, wo sind denn die Bedürfnisse der Menschen, was können wir im Kleinen irgendwo anfangen und dann über das ganze Stadtgebiet quasi ausdehnen. So funktioniert unsere Arbeit und wir haben gerade heute wieder einen Austausch gehabt mit Herrn Bürgermeister, wo auch eine Anfrage aus einer Schule gekommen ist, die Kinder wünschen sich einen Kinderbürgermeister oder eine Kinderbürgermeisterin. Also da ist der Wunsch tatsächlich aus den Schulen schon da und wir werden auch nächstes Jahr direkt in die Schulen gehen, unsere Plattform nochmal vorstellen, weil ich muss ehrlich sagen, es ist immer noch zu wenig bekannt, dass es das gibt in Linz, dass die Leute tatsächlich aktiv mitgestalten können, ohne bürokratische Hürden und da machen wir uns natürlich
gerade in Hinblick auf die Schulen weiter auf. Wir sind auch immer mit einer interaktiven Mitmachaktion mit der Tour der Linzer Innovation draußen in den Stadtteilen, direkt vor Ort, nicht nur im Zentrum, nicht nur beim Rathaus, nicht nur dort, wo quasi die Innovation in der Stadt passiert, sondern tragen das auch direkt raus und schaffen niederschwelligen Zugang. Also es funktioniert bei uns sehr gut, aber eben auch abgegrenzt auf die Stadt Linz, weil man so auch einfach das besser bündeln kann. Also ist jetzt eben keine ländliche Region, aber wir betreiben das auch in unserer Region, quasi im Stadtgebiet Linz. Genau. Vielen Dank. Ich werde immer mal anschauen kommen. Als Ex-Linzer ist natürlich das einfacher als für andere. Jederzeit gerne. Bei uns, wie gesagt, die Tür steht offen. Wir sind immer im Austausch. Genau. Super. Vielen Dank für den Beitrag. Ich habe jetzt nur zwei ergänzende Anmerkungen. Doch eine Frage. Die erste von Gina Doppelhofer, die nach dem Methodenset im Prinzip fragt und sagt, sie glaubt nicht, dass nur bei Jüngeren das Interesse besteht, wie erreicht man Erwachsene und dann eben bezogen auf die Methoden, dass im Social Media nicht das ideale Medium für Diskurs und vielleicht auch für demokratischen Diskurs sind. Und Martin Peer, der sozusagen, wobei da ich jetzt ja Lust hätte, fast nachzufragen, was ist klassische politische Bildung, ob klassische politische Bildung in Zeiten der Klimakrise noch aktuell ist. Aber als Einladung zu diesen beiden Anmerkungen Stellung zu nehmen, Anmerkungen zu machen, wer immer möchte. Ja, gerne. Hallo. Die Gina Doppelhofer. Ich finde die Diskussion und das Thema insofern sehr spannend. Ich bin einerseits Berufs- und Bildungsberaterin und Deutschpädagogin. Also ich habe einige Jahre Erfahrung in der Erwachsenenbildung, bin aber gleichzeitig Gemeinderätin. Und ich sehe auch, dass das Desinteresse für politische Bildung bei Jüngeren da ist. Ich glaube aber auch, dass man eben die Eltern erreichen müsste. Ich glaube auch, dass Menschen immer eine rasche Lösung suchen und sehr oft auch nicht mit Veränderungen umgehen können. Deshalb vielleicht auch dieser besonders negative Aspekt, der also wirklich erschreckend ist, dass also an die 40% sich eine Führungspersönlichkeit wünschen. Allerdings diese Veränderungen verunsichern diese Menschen ganz stark. Das ist auch das, wie ich das erlebt habe in den letzten 3 Jahren. Ich glaube eben auch, dass man in der Erwachsenenbildung mehr politische Bildung braucht. Ja, nicht jeder ist Vertreter des lebenslangen Lernens, leider Gottes auch. Es kommt halt immer darauf an, in welchem Kontext man lebt oder wie man auch sozialisiert worden ist. Die Frage ist, wie erreicht man diese Menschen? Es fehlt auch insgesamt der persönliche Diskurs eben zu politischen Themen. Und ich glaube eben, dass die Kommunikation über Social Media natürlich nicht ideal ist. Daniela? Dürfte ich da gleich darauf antworten, weil das finde ich total spannend und ist auch ein Thema, über das ich viel nachdenke. Also ich erfahre ja immer wieder, dass junge Menschen nicht politisch desinteressiert sind, sondern nur, dass sie sich eine andere Politik wünschen. Und dass sie vielleicht politisch einfach anders denken, als man es sonst in der Politik gewohnt ist, dass auch relativ wenige leider in die Politik wollen, sondern eher in kleinen Gruppen oder so etwas machen. Das heißt, da bin ich ja nicht hoffnungslos, dass man die nicht alle gewinnen kann. Aber ich mache mir eben auch inzwischen große Sorgen um die Erwachsenen, aber da lasse ich besser die Sonja antworten, weil die kommt aus der Erwachsenenbildung. Wenn es um Social Media geht, dann glaube ich, dass man die Social Media vielleicht schon auch nützen kann, weil uns gar nichts anderes übrig bleibt, als uns auch mit diesen auseinanderzusetzen. Nur müsste man versuchen, die positiven Berichte, die nicht manipulativ und nicht propagandistisch sind, so zu gestalten, dass sie genauso interessant sind wie die Propaganda. Und ich glaube, an dem scheitern wir ganz häufig, dass wir versuchen, so gut und so korrekt zu sein, dass wir vergessen, dass manchmal, und da denke ich jetzt gerade an Bertolt Brecht, weil wir im Vorgespräch von Bertolt Brecht gesprochen haben, der immer gesagt hat, dass das
Politik oder Erziehung auch immer unterhaltsam sein muss. Und ich glaube, wir müssen da manchmal unterhaltsamer sein, auch wenn wir Menschen in also politisch bilden wollen. Ja, das würde ich die jungen Leute, ne? In erst, also die jungen Leute brauchen immer den Fun-Faktor, sagt man, ne? In der heutigen Zeit. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich glaube, dass das für Erwachsenen nicht unbedingt so der Fall ist. Wobei, ja, dabei inzwischen geht ja die Kindheit, bis man 50 ist, und insofern, glaube ich, betrifft das schon auch mehr. Also ich glaube, dass man mit dem Fun-Faktor inzwischen wirklich viele gewinnen kann. Und ich meine aber mit dem Fun-Faktor jetzt nicht, dass es deshalb oberflächlich werden soll, sondern ganz im Gegenteil. So, ich habe eine kurze Zusatzanmerkung. Unterhaltsam kann natürlich auch heißen, nicht so langweilig, dass man schon einschläft dabei. Also so zur Politik soll er mitreißend sein. Und so manche Politiker redet, da fallen mir noch 2 Minuten die Augen zu, obwohl ich sozusagen ohne, ich bin an Politik interessiert, aber wenn eh nichts gesagt wird, braucht man im Grunde nicht zuhören. Die Sonja war als Nächste. Ja, zu der Frage, wie man Erwachsene erreicht. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was sehr viele Organisationen beschäftigt. Also wir haben als Österreichische Gesellschaft für politische Bildung ja auch diesen Geschäftsbereich der Projektförderung und bekommen da recht eindrücklich mit auch, was so die Herausforderungen sind, auch für Projekteinreicherinnen. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was sich in den letzten 3 Jahren, würde ich sagen, auch seit der Pandemie nochmal verschärft hat. Also wie gelangt man zu den Teilnehmerinnen, wie bekommt man Teilnehmerinnen? Wir haben gerade am Anfang der Pandemie gesehen, dass es ja eigentlich so einen Boom auch gab an Online-Veranstaltungen, und auf einmal hatten viele Leute Zeit oder Lust auch an Bildungsveranstaltungen teilzunehmen. Und jetzt ist eigentlich seit einigen Monaten so ein Knick irgendwie zu erkennen, dass man nicht ganz wieder zurückfindet in diese Vor-Pandemie-Realität. Und ich habe da keine abschließende Antwort darauf. Ich glaube, oder was wir auch sehen im Rahmen der Projektförderung, ein wesentlicher Aspekt ist es, lokal verankert zu sein. Das heißt, dass Organisationen ein gewisses Standing auch haben in Communities, in bestimmten Gemeinden. Also dass man vielleicht auch Räume nutzt, die sonst nicht für politische Bildung genutzt werden, sei es jetzt Büchereien, sei es irgendwie Gemeindezentren, also dass man vielleicht versuchen kann, Synergien auch zu schaffen mit bestimmten Organisationen, die jetzt eigentlich in der politischen Bildung jetzt gar nicht so die großen Akteure sind. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und gleichzeitig sehe ich auch, dass das schon sehr viele Organisationen ganz toll umsetzen und das auch versuchen. Und dann würde mich jetzt noch wirklich interessieren, das zur klassischen politischen Bildung und zur Klimakrise, was damit gemeint ist, weil darüber würde ich auch gern noch diskutieren. Okay, sehr gut, der Fragesteller hat sich schon gleich zu Wort gemeldet. Vielleicht können Sie das präzisieren, danke. Darf ich den Martin vorziehen, Silvia Hackl, dass er mehr oder weniger, der wäre jetzt da gerade so schön neben der Sonja gesessen bei meinem Bild. Martin, vielleicht magst du gleich darauf ergänzend antworten, oder? Nein, unter klassische politische Bildung ist vielleicht nicht sehr glücklich gewählt, meine ich schon eigentlich alle Formen im engen Sinn politischen Bildung, aber nicht nur Institutionenkunde, sondern auch Maßnahmen, Sachen, die für die Partizipation anregen, auch Aktionen im öffentlichen Raum. Also alles das, was aber doch immer eher auf das sozusagen Bewusstseinsbildung geht und die Menschen, die sich vor allem für den Klima oder im Bereich Klimakrise, Klimawandel engagieren, ja eigentlich sagen, Bewusstseinsbildung reicht eigentlich. Das Bewusstsein haben wir jetzt langsam alle. Wir müssen endlich zu Taten schreiten. Und deswegen ein bisschen die Frage, ob die politische Bildung nicht, wie wir sie verstehen oder wie ich sie verstehe, sehr wohl auch innovativ und so weiter, aber doch immer, wie soll ich sagen, halt eben im Bereich Sprechen, Sensibilisierung bleibt und eigentlich nicht auf die dringliche Anforderung oder eine Antwort oder eine wirklich ins Handeln kommt, wie die Leute aus der Klimakrise sagen. Ja, das war meine Anmerkung, ja. Da passt eine sehr gute Anmerkung aus dem Chat von der Jana Ecker dazu, die eben auch fordert, dass es eben die globale Dimension der politischen Bildung sozusagen im Auge zu behalten gilt, UNESCO-Konzepte und so weiter. Silvia Hackl. Ja, danke. Ich wollte nur mal kurz
zu den Vorrednerinnen anknüpfen und das auch unterstreichen. Zum Thema Social Media. Ich komme ursprünglich aus der Werbung und aus dem Marketing, habe natürlich auch bei uns die Social Media Agenten und möchte nicht sagen, jetzt die Leute wollen unterhalten werden. Die Leute wollen emotional berührt werden. Und sie sind emotional berührt, wenn sie es direkt betrifft, wenn es direkt im eigenen Umfeld ist und wenn es direkt auch den Raum haben und die Möglichkeit mitzureden, mitzubestimmen. Und die Erfahrung haben wir gemacht, dass es natürlich notwendig ist, Social-Media-Kanäle auch zu bedienen, aber nicht der einzige Weg sein kann, weil es auch, gerade wenn man jetzt die breite Bevölkerung anschaut, Gruppen gibt, die das nicht nutzen, nicht nutzen können. Also wir haben ganz, ganz viele Veranstaltungen, wo wir tatsächlich eben vor Ort sind, die Menschen direkt treffen, in direkten Austausch kommen. Also es geht immer nur beides. Klassische Medienarbeit, Social Media, eigene Plattform, eigene Kanäle und den direkten Austausch vor Ort. Und gerade auch die Themen Klimawandel, Klimaschutz, das sind alles Themen, die zwar kompliziert sind oder eben schwierig, wo es keine einfache Lösung gibt, aber die Leute machen sich Gedanken darüber, auch junge Leute machen sich Gedanken darüber. Und haben wir auch sehr viele Projekte, wo wir die Menschen einladen und das auch wirklich ernst nehmen und hören. Wir haben zum Beispiel bei uns gleich neben unserem Büro ein kleines Minimuseum, den Klimaerlebnisraum. Da haben wir einfach Zahlen aus der Stadt sichtbar gemacht mit interaktiven Stationen, wo die Leute sich selbst informieren können, ausprobieren können. Da gibt es einen kleinen Klimatanz, wo die Kinder liebend gern da vor der Kinetic-Kamera tanzen und quasi das spüren am eigenen Körper, was heißt denn das, wenn sich jetzt das Klima um so und so viel Grad erwärmt. Also diese Bewusstseinsbildung spielerisch mit einem emotionalen Moment verknüpfen, das ist das, was Unterhaltung ausmacht. Und dann setzen sie die Leute ganz anders damit auseinander und kommen ins Gespräch. Also ich kann das alles unterstreichen, was vorher genannt worden ist, dass man offen bleibt, dass man ins Gespräch kommt, dass man Räume schafft, das ist das Wichtigste und dass man einfachen Zugang schafft. Danke sehr. Im Chat habe ich jetzt eine Nachfrage an die Johanna Ecker, ob sie mehr zu Global Citizen Education sagen könnte. Da kann man auch dazu sagen, wenn es nicht gewünscht ist, aber so zu wir uns freuen. Das freut mich sehr, das Interesse. Genau, also Global Citizen Education ist ein Konzept, das ich aus dem globalen Lernen eigentlich auch entwickelt habe. So in den 90er Jahren ist globales Lernen im Sinne aus der Friedenspädagogik und aus der interkulturellen Pädagogik und so weiter entstanden. Und in den letzten Jahrzehnt oder im letzten Jahrzehnt vielleicht, kann man so sagen, und vor allen Dingen seit der Verankerung bei den Sustainable Development Goals ist Global Citizenship Education normal mehr in der politischen Bildung, aber auch eben auf anderer Ebene wird es diskutiert. Und es geht vor allen Dingen darum zu schauen, und da sind wir wieder bei dem, was die Silvia Hackl auch gesagt hat, regionale Lösungen für globale Herausforderungen zu finden, eben auch gerade zum Thema Klimaschutz, sich Teil von was Großem Ganzen zu verstehen, über die eigene Rolle als Citizen nachzudenken. Es geht ein bisschen weg von diesem Reduzieren, also wir können nur dann die Welt retten, wenn wir Konsumentinnen sind, was bei diesen Workshops früher vom globalen Lernen oft so ein bisschen die einfachere Lösung ist. Und eben, wir sind nicht nur Konsumentinnen, sondern auch Bürgerinnen. Und genau, und da gibt es ganz tolle Literatur zu diesem Thema, auch wie man Menschen da sozusagen über diese Fragen nachdenken lassen kann. Und es geht auch vom Wissen zum Tun. Also auch zu schauen, wie kann ich jetzt junge Menschen, Kinder, aber auch in der Erwachsenenbildung dazu motivieren, dass sie sich eben über die Nationalstaaten hinaus an einer politischen Bildung interessieren. Viel wird da von der UNESCO auch weiter vorangetrieben. Der Werner Wintersteiner und die Heidi Grobauer haben da ganz einen tollen ein kleines Einführungsbuch dazu gestaltet. Kann mir gerne einen Chat dann geben. Und ihr unterrichtet eben auf der Uni und an der Pädagogischen Hochschule. Genau. Ich darf
ergänzen, ist von der Ausgabe des Magazins Erwachsenenbildung, genau. Werbung für die eigene Zeitschrift, ist ja immer genau. Was ganz was Schönes. Die Nummer 42, unter anderem von der Heidi Grobauer betreut, genau. Hat sie der Global Citizenship Education gewidmet. Also wer da nachlesen mag, kann das machen. Genau. Vielen Dank. Danke. Wer möchte noch Perspektiven einbringen? Zwei. Der Manfred Zeller war noch nicht am Wort, darum kriegt das zuerst. Bitte. Ja, danke. Ich würde gern was nachfragen, und zwar die Sonja hat was gesagt von der quasi Wahlausschluss oder so aus sozialen Gründen, oder das würde mich gern näher interessieren. Ich bin an sich, ich komme aus der katholischen Erwachsenenbildung, also sehr allgemeine Basis-Erwachsenenbildung, würde ich mal sagen, und ob es da Ansatzpunkte gibt, wo wir was tun können, weil bei der Staatsbürgerschaft können wir prinzipiell nichts tun. Sonja, du hast dich sowieso zu Wort gemeldet und jetzt, Entschuldigung. Ich wollte noch ein paar andere Dinge sagen, ich kann gerne mal darauf eingehen, nämlich kann ich das sehr empfehlen, Armin Schäfer, das ist ein, ich glaube, Politikwissenschaftler, hat ein Buch eben über diesen Zusammenhang von politischer und sozialer Ungleichheit geschrieben, Der Verlust politischer Gleichheit. Ich kann es dann auch noch in den Chat stellen oder das macht wer andere. Ich habe das vorgestellt, wir haben von der ÖGPB ein Veranstaltungsformat, das heißt das politisch-literarische Quartett, wo politische Bücher vorgestellt werden. Und davon gibt es auf unserer Website, ich kann das dann auch alles noch in den Chat stellen, gibt es Aufzeichnungen von diesen Buchvorstellungen. Und ich denke, von dieser Buchvorstellung gibt es eben auch eine Aufzeichnung und ein Handout. Und das war für mich sehr erhellend, also über diesen Zusammenhang zu lesen. Er ist zwar ein deutscher Politikwissenschaftler, aber thematisiert sehr viele Punkte, die auch für den österreichischen Kontext sehr relevant sind. Genauer inhaltlich müsste ich mich ehrlich gesagt nochmal einlesen. Also er bringt sehr viele Zahlen, er bringt aber auch eine Analyse, wie es eigentlich dazu gekommen ist, auch dass sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen auch nicht mehr sich so sehr demokratisch einbringen. Und vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, ist, dass diese fehlende Beteiligung bei Wahlen auch Auswirkungen hat auf andere politische Beteiligungsformen, oder? Weil man könnte ja dann sagen, na gut, diese Menschen, die bringen sich dann nicht mehr bei Wahlen ein oder gehen einfach nicht mehr zur Urne. Aber es gibt ja so viele andere Möglichkeiten, sich politisch einzubringen, wie sich Volksbegehren oder man geht auf eine Demonstration, man verfasst einen wütenden Brief an einen Minister oder eine Ministerin etc. Und er macht eben sehr schön deutlich, dass eben das breiter zu sehen ist, also dass es nicht nur unmittelbar Auswirkungen hat auf eben Wahlen, sondern auf politische Beteiligung insgesamt und beleuchtet einfach auch so ein bisschen die Ursachen und Gründe von dieser Entwicklung. Unterlegt das sehr schön auch mit Zahlen. Also das kann ich empfehlen. Tamara Ees hat auch viel zu diesem Zusammenhang noch gearbeitet und geforscht. Kennen vielleicht einige von Ihnen auch. Also das so viel. Darf ich mir ganz eine kurze Ergänzung erlauben? Nämlich auch ein Buch oder sozusagen eine Expertenempfehlung. Michael Hartmann, ein deutscher Elitesoziologe, hat einen ganz viel dosierten Zusammenhang der sozusagen Rückkehr der Politik zur Elitenveranstaltung, die Tendenz hat, mehr oder weniger auch durch das Nicht-Betroffensein, durch den Fokus der Politik auf solche Sachen zu legen, die dann eine breite sozusagen Bevölkerungsschichten das Interesse nimmt oder sozusagen gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, sie in engeren Sinne politisch zu betätigen. Aber du wolltest nur, Sonja, ich gebe dir das Wort zurück. Nein, ich rede schon so viel. Ich kann noch später noch mal was sagen. Es ist aber gerade niemand in der, sozusagen, es ist niemand angestellt, also du könntest weiter. Na gut, dann wollte ich was zu diesem Unterhaltungsaspekt noch sagen, weil für mich ist es schon noch wichtig zu betonen, dass auch politische Bildung oder Bildung an sich nicht nur immer Spaß machen muss oder immer Unterhaltung sein muss. Ich glaube, Bildung ist ganz im Gegensatz dazu eigentlich sehr harte Arbeit und man sollte das auch nicht unterschätzen, dass Reflexionsprozesse, Denkanstöße, was das mit dem Gehirn macht und eigentlich auch mit dem ganzen Körper ist etwas sehr, sehr eigentlich Anstrengendes und kann oft mühselig sein. Und ich glaube, man sollte sich dem auch
irgendwie bewusst sein, um sich einfach genug Zeit zu nehmen, genug Raum auch für Bildungsveranstaltungen. Und ja, ich wollte nur, weil jetzt so viel darüber geredet wurde, dass eben Bildung immer Spaß machen sollte und auch immer unterhaltsam vermittelt werden soll, glaube ich, ist es auch nochmal wichtig zu sagen, dass eben Bildungsprozesse für mich zumindest eigentlich etwas sehr körperlich und geistig auch anstrengendes sind. Das ist mir noch dazu eingefallen. Und zu der Sache mit der Klimakrise, das wäre nochmal ein eigener größerer Punkt. Ich glaube nicht, dass politische Bildung durch die Klimakrise weniger wichtig wird oder die klassische politische Bildung, weil eine Funktion von politischer Bildung ist ja eben gerade auch Ermächtigung zu, sagen wir mal, politischen Handlungen. Es ist ja nicht nur Sensibilisierung oder Bewusstseinsbildung, sondern sehr wohl auch eine Form von Ermächtigung, sich auch politisch einzubringen und zu beteiligen. Insofern glaube ich, passt das auch in Zeiten der Klimakrise. Danke sehr. Daniela? Ja, ich muss da jetzt natürlich noch mal auf die Sonja antworten, wegen dem Spaß machen. Also ich würde nie meinen, dass politische Bildung nicht auch anstrengend ist, wehtut und so weiter, wie Bildung prinzipiell anstrengend sein kann. Aber wenn ich in meiner eigenen Ausbildung daran denke oder auch jetzt, wenn ich mich mit etwas beschäftige, sind fast immer diese Themen oder diese Seminare, die so anstrengend sind, dass ich dann eigentlich eine Woche danach Urlaub brauche, das sind die, die am wertvollsten sind und nachträglich gesehen am meisten Spaß machen. Ich glaube, was ich eher früher gemeint habe mit dem ja relativ unangenehmen Wort Fun Factor, ist, wie kriegt man in den Social Media manchmal Leute dazu, dass sie überhaupt hinhören, ja, und dann muss man sowieso ernsthaft arbeiten. Also das soll jetzt überhaupt nichts davon wegnehmen, dass politische Bildung immer was Ernsthaftes bleiben wird, aber sie kann auch Freude machen. Gut, ich wirf zwischendurch einen Blick auf die Uhr, wir gehen eher schon in die letzte Runde, also insofern eine letzte Einladung noch zu Anmerkungen, Fragen, Beispielen, Beiträgen. Ich lese gerade einen Chat. Wien hat viele Möglichkeiten. Am Land ist es schwieriger, Bildungsinstitute finden für politische Bildung in der Erwachsenenbildung. Da knüpfe ich vielleicht noch mal kurz an und würde dann eh schon in der Tendenz an euch beiden auf eine Schlusseinschätzung zurückgeben. Das stimmt natürlich, dass es in Wien leichter ist, sondern wird mir wahrscheinlich zustimmen. Wobei, so viele Fördermöglichkeiten für politische Bildung gibt es in Österreich ja gar nicht. Da sticht das Angebot der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung deutlich heraus. Und ich darf nur mal sozusagen auf diese Enquete des Ministers Polaschek vor einigen Wochen verweisen, der sie eben auch sozusagen im Grunde beklagt hat, dass es so wenig Angebote für politische Bildung gibt, wo man dann ganz schlicht und ergreifend antworten kann, ja, in den letzten Jahrzehnten kann ich mich eigentlich nur an Förderschwerpunkte für Employability, Entrepreneurship, wirtschaftlich verwertbare Bildung und so weiter erinnern. Und es wird auch für sozusagen gemeinnützige Erwachsenenbildungsinstitute wie die Volkshochschulen und andere zunehmend schwieriger Angebote zur politischen Bildung und dann extremen Kosten und sozusagen zumindest schwarze Nulldruck anzubieten. Es ist auch nicht ganz so leicht. Aber was bedeutet das für die politische Bildung? Ich gebe jetzt vielleicht schon einmal an euch beide zurück, um sozusagen so etwas wie einen Ausblick, Einschätzungen aus der Sicht von politischen Bildnerinnen. Magst du zuerst, Sonja? Ja, ich halte mich kurz, weil ich habe eh schon so viel gesagt, habe ich den Eindruck. Vielleicht nochmal, was ich jetzt irgendwie so mitnehme aus der Veranstaltung oder was mir nochmal wichtig wäre, was ich auch mit meinem Input überhaupt nicht sagen wollte, ist, dass die politischen Bildungsanstrengungen oder Bestrebungen von ganz vielen Organisationen und Einzelpersonen nicht sehr wertvoll sind und auch eigentlich die Förderung auch von Demokratie und unter diesen Vorzeichen auch, unter denen wir jetzt im Moment gerade werkeln und tun, eben das ist alles, würde ich sagen, sehr wichtig und wertvoll und sollte nicht unterschätzt werden. Und gleichzeitig war es mir einfach wichtig, nochmal herauszustreichen, dass es eben vielleicht doch nicht nur eine Bildungsfrage ist, sondern eine politische, eine gesellschaftspolitische und dass eben die strukturellen Rahmenbedingungen nicht aus dem Blick geraten sollen, wenn man eben
einfach nach mehr politischer Bildung oder auch sozusagen Demokratieförderung ruft und dabei eben die Verantwortung eigentlich auf das Individuum versucht, dabei irgendwie auch ein bisschen abzuwälzen. Also das war mir einfach wichtig, diesen Blick ein bisschen zu erweitern und dabei gleichzeitig auch natürlich zu betonen, dass politische Bildungsanstrengungen sehr wertvoll und wichtig sind. Und ja, danke. Kritisch, pessimistisch in der Analyse, optimistisch im Tun. Eine Einstellung einer politischen Bildnerin, Daniela. Ja, da bin ich da jetzt ganz dankbar, Sonja, dass du das mit dem Ball zurückgeben an die Politik auch gesagt hast, weil ich sehe das auch als tatsächliche Herausforderung, dass immer wieder so getan wird, als gäbe es eh ein paar gute und brave NGOs und andere Einrichtungen, die sich um all das kümmern, während dann die Politik einfach ihre Dinge runterspielen kann. Und so kann es natürlich nicht sein. Also ich habe zwar die Tendenz dazu aufzurufen, dass wir für die Demokratie alle zuständig sind und daran glaube ich auch ganz, ganz fest. Aber das heißt nicht, dass nicht trotzdem der Ball auch und nicht nur bei der Finanzierung, sondern bei auch dem, wie man die Menschen zur Politik bringt oder eigentlich zur Demokratie bringt oder sie da an der Stange hält, dass das natürlich auch eine politische Aufgabe ist. Und es ist ja heute schon einmal früher erwähnt worden, dass es vielleicht kein Zufall ist, dass manche Dinge verabsäumt werden. Und ich denke schon, dass es für Politiker und Politikerinnen manchmal ganz, ganz praktisch ist, wenn die Bevölkerung sowieso schon eine gewisse Meinung hat, weil man da dann einfach weniger Handlungsbedarf hat, was zu tun. Also gerade wenn wir an Geflüchtete denken, wenn die Bevölkerung so kritisch ist, dann klären wir sie nicht auf, sondern sorgen dafür, dass die Meinung so bleibt. Und das ist auch bei anderen Themen so. Ich fürchte, das geht auch immer wieder darum, wenn die Situation von Frauen oder die Situation von queeren Personen, da verlässt man sich viel zu sehr drauf, dass die Bevölkerung eh irgendwas tut. Und ich glaube, insofern müssen wir als Bildnerinnen auch immer wieder mal den Ball zurück an die Politik geben. Vielen Dank. Ein schönes Schlusswort. Ich habe versprochen, der Bianca spätestens um 17:20 zurückzugeben. Das halte ich jetzt hiermit ein, bedanke mich aber schon zuvor an die rege Beteiligung an der Diskussion. Hat mir sehr gefreut, dass so viele dabei waren. Danke an die Inputgeberin, danke an alle. Bianca, ich gebe zurück an dich. Danke, Stefan. Ja, danke an euch drei auch, für Stefan für die Moderation. Daniela Ingrub und Sonja Luxig für die Inputs und auch allen Teilnehmenden für die regen Diskussionen. Ich versuche es einfach nur ein Stück abzurunden inhaltlich. Also wir haben jetzt über die hohen bzw. sogar überhöhten Erwartungen an die Demokratie einiges gehört, bei gleichzeitig recht geringem Interesse sich einzubringen. Und solche Erwartungen können einfach nur enttäuscht werden, was sozusagen zu einer Art von Dystopie, von Hoffnungslosigkeit dem Gefühl von Hoffnungslosigkeit geführt und das System Demokratie ernsthaft bedroht. Mit seiner Luxigs Replik da an dem Input von Daniela Ingruber, nämlich über die Faktoren und Gründe für die Demokratiemüdigkeit, genannt wurde der Wahlausschluss, mangelnde Mitbestimmung in zentralen Lebenslagen und auch die autoritäre Wende. Und wir haben dann sehr, sehr spannende Fragen diskutiert, wie inwiefern kann man Social Media für politische Bildung nutzen, wie kann man Erwachsene erreichen für die politische Bildung, wie kann man politische Bildung in Schulen fix verankern und wie kann man sie in die Regionen bringen. Also das waren jetzt nur ein paar Aspekte inhaltlicher Natur. Ja, ich darf auch noch organisatorisch ein wenig was ansagen. Und zwar, wir senden Ihnen voraussichtlich morgen im Laufe des Tages eine E-Mail mit einem Link zur Teilnahmebestätigung. Die Aufzeichnung des Web-Talks finden Sie so in etwa nächste Woche voraussichtlich auf erwachsenenbildung.at. Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch Feedback geben zu diesem Web-Talk. Die Karin Genau postet schon den Link im Chat zum Feedback-Fragebogen. Und
die nächsten Webinartermine, wenn Sie wieder interessiert sind, an einem Webinar von Erwachsenenbildung.at bzw. von Conedo organisiert teilzunehmen. Sie erfahren die Termine, wenn Sie den Newsletter von Erwachsenenbildung.at abonnieren. Also die nächsten Termine stehen jetzt noch nicht ganz genau fest, aber über den Newsletter werden sie zeitgerecht verbreitet. Ja, damit bleibt mir nur zu danken noch einmal, Stefan, Sonja, Daniela, vielen Dank. Es war eine sehr spannende Veranstaltung, auch Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Danke für die rege Diskussion, danke für die Fragen, für das, was Sie auch erzählt und berichtet haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und hoffe, wir sehen uns demnächst wieder bei einem Webtalk. Vielen Dank. Thank you.